optischen Kunstwerk, der Käse an der Seite, also durchdacht das Ganze aufgeschichtet, nicht irgendwie mit Liebe rein. Puh, 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 der sieht heftig aus. Und schön, dass ihr am Start seid bei uns in wunderschönen Wolfsburg zu einer neuen Folge. Wir suchen den besten Döner Deutschlands heute. Ich sage es euch, bei einem Top-Anwärter auf den besten Döner Deutschlands. Wirklich lange nicht mehr so hype gewesen auf den Döner. Du kannst dir selber aus mehreren Brot, natürlich mehreren Soßen, also das ist so wie Baukasten, habe ich mir sagen lassen, du kannst auch Walnüsse reinmachen. Granatapfelkerne, ist richtig auf Gourmet getrimmt. Sadien heißt er. Danke für alle Kommentare. Haut mir bitte eure Kommentare wieder rein. Denkt an den Gewinn. Jedes Video um 50 Euro steigt der Gewinn für den, der endlich meinen bisherigen besten Döner toppt. Ich muss so lachen, weil ich habe das gerade 5-mal gesagt, mir jedes Mal versprochen. Wir werden los. Ahmed ist auch am Start. Ahmed, bist du am Start? Ja, wir werden jetzt gehen. Satin and Satin. Ich habe eins vergessen, euch zu sagen. Es ist ein Foodtruck. Es ist ein Foodtruck. Es ist kein stationärer. Die werden ja auch einen Grund haben, warum die das so machen. Also vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ich werde sie fragen. Aber das, ich habe seit Ewigkeit immer diesen Tipp von euch bekommen. Wolfsburg, Satin and Satin. Hört sich auch, ich finde, es hört sich wirklich gut an. Hört sich Gourmet an. So der Name auch. Also, sie haben einen guten Namen für Döner. Also nur kurz das Feeling hier: Wir sind auf dem Mediamarkt-Parkplatz. Na, Ahmed, sind wir, ne? Ja. Boah, guck mal. Was ist das für Ware hier? Kann ich da unerlaubterweise gucken, ob das wohl ein selbstgemachter Spieß ist? Also erster Blick bei mir ist immer, was mich sehr interessiert, ist es ein selbstgemachter Spieß oder nicht? Von hier sieht es mir aus wie eingekauft. Aber das werde ich ihn gleich fragen. Das ist somit meine erste Frage, was für mich immer sehr wichtig zu wissen ist. So, ich habe hier schon mal den Kollegen von Satin & Satin Nummer 1, ne? Was geht? Satin ist euer Nachname, die ich jetzt noch Familienname, genau. Familienname, genau, richtig. Okay, okay, sonst hätte ich dich jetzt Satin genannt, aber das macht wenig Sinn, ne? Na, weniger, ja. Okay. Sonst sprichst du beide auf jeden Fall an. Ja, okay, aber ist auch gut, drehen sich beide um. Genau. Ich guck mal, ob das klappt. Wie ist dein richtiger Name? Ich bin Cenk, ich heiße Cenk. Okay, Cenk, ihr habt einen Foodtruck am Start. Zwei Fragen direkt am Anfang. Bitte. Wieso Foodtruck nicht stationär? Das ist die erste, vielleicht können wir die schon machen. Ja, weil mein Vater damals vor 20 Jahren mit dem Foodtruck angefangen hat. Ich bin vor 13 Jahren dazugekommen. Dann haben wir das Konzept ein bisschen angepasst in die Zeit. Ja, mit dem Foodtruck ist so ein, haben wir ein eigenes Gesicht. Okay, Frage Nummer zwei, ne? Ich habe eben gesehen, wir haben hier Lieferanten gerade gehabt, ne? Ja. Kauft ihr das Fleisch ein also, ne? Wir kaufen das Fleisch ein, aber dazu muss ich sagen, in der Form, wie wir das Fleisch bekommen, sind wir die Einzigen, das hier im Umkreis. Mhm. Weil wir das zusammen erarbeitet haben nach unserem Geschmack. Mhm. Und wir exklusive Vereinbarungen haben, dass keiner das Fleisch bekommen kann, außer wir. Das heißt, okay, den Geschmack vom Fleisch bist du nur bei Feinkost. Okay, dann nehme ich dich aber direkt, ne? Nehme ich direkt ins Kreuzfeuer. Bitte. Sag ich dir ehrlich, das aber in anderen Worten, das sagt mir eigentlich fast jeder. Ist aber so, ne? Das kann sein, dass es jeder sagt, aber bei mir ist es. Aber ihr habt gute Qualität, sagen wir mal so. Wir haben eine gute Qualität. Ich habe keinen Drehspieß oder sonstiges. Ich habe Döner-Kebab. Gut. Die Schichten halt nur nicht selber, weil unsere Ressourcen nicht so groß sind. Ja, ja, natürlich. Da habt ihr jetzt nicht noch einen Raum, wo ihr selber irgendwie das zubereiten könnt. Genau. Dann gucken wir erstmal, was dein Foodtruck so hergibt. Alles klar. Ich freue mich. Perfekt. Willkommen zurück bei Holles kulinarische Reise. Heute in Wolfsburg bei Feinkostdöner. Feinkostdöner. Dieser Dönerladen wird seit 1999 familiengeführt. Teil des Teams Sohn Satin. Sohn Satin. Außerdem mit von der Partie Papa Satin. Papa Satin. Auf seinen Tisch kommen weder Gläser, noch Besteck oder Teller. Auf seinen Tisch kommt nur sein Döner. Das Tischlein ist gedeckt. Seid gespannt auf das Urteil des saftig-knaftigen Holle. 2614. So, wir sind jetzt direkt beim Wagen. Ich werde gleich umdrehen. Ich will ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Wir haben El Chefe, dein Vater, am Start. Ne? Genau. Hat er so ein bisschen die Hosen an im Laden? Ja, ich sag mal so, er ist mein Chef und mein Vater gleichzeitig. Ja. Da kriegt man Links- und Rechtsschelle. Ne? Ja, kann man nichts machen. Nicht nur Chefschelle, sondern Vaterschelle auch. Moin. Moin, Chef. Moin, alles grüß klar. Grüß dich. Also auch nochmal von vorne in den Laden. So sieht er aus. So sieht er aus, der Foodtruck. Also erster Eindruck hier. Granatapfelkerne, so wie ich es gehört habe. Das war das, was ich in den Kommentaren auch gehört habe. Als erstes, was mir so in, sag ich mal, positiv aufgefallen ist, ihr macht was anderes. Ne? Okay. Ja, ihr macht Granatapfelkerne. Ich glaube, was ich in den Kommentaren gelesen habe, auch Walnusskerne. Richtig. Zum Beispiel, ne? Wir wollten, haben uns gewiss dafür entschieden. Mhm. Wir wollen ein Alleinstellungsmerkmal haben. Mhm. Aus der Masse rausstechen und haben uns Gedanken gemacht und damit bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Einzigen sind. Da bin ich sehr gespannt, weil viele haben auch gesagt, Walnuss passt nicht, haben viele gesagt. Ich hab mir gedacht, also nicht die es probiert haben, sondern so vom Denken her. Okay, alles klar. Aber ich stelle mir das auch geil vor. Lass dich überraschen.
So, schon mal von mir der erste Eindruck hier. Ihr kriegt natürlich noch euren Foodporn danach. Macht ihr selbst das Gemüse, mariniert ihr bestimmt selbst, auch. Selbstverständlich. Ja? Alles täglich frisch gemacht. Ja? Alles frisch gemacht, jeden Tag. Also ihr habt auch Gemüsedöner, habe ich mir sagen lassen. Richtig, ne? Wir frittieren das Gemüse. Mhm. Die Zuschauer meinten, es ist auch so ein bisschen Baukasten mit. Wir haben mehr das Brot hier. Wir haben drei verschiedene Brotsorten. Ah, das finde ich geil, weil es ein bisschen wie man einen Burger holt. Man hat Brioche, man hat den Klassiker mit Sesam und. Und das ist geil. Ja. Das ist das standardlängliche Brot. Ja. Das wird einzeln gebacken. Das ist aus dem Steinofen. Ja, ja. Das ist vom Fladenbrot ausgeschnitten, wie es jeder kennt eigentlich. Das klassische Dreieck. Ist der gleiche Teig, bloß die Form unterscheidet sich hier. Ah, ja? Okay. Und das ist so mein Topseller, das ist immer am schnellsten ausverkauft und am beliebtesten. Ja. Das ist Sesam. Sesam, aber vom ist es alles weiß halt. Das ist alles weiß. Ja, genau. Kennst du die, die immer so sagen, wenn man fragt, so alles bist du am Start? Und hast du die mal? Ja. Knoblauch auch? Ja. Ehrlich? Ja. Kennst du die? Scharf auch? Ja, ja, ja. Ja. Ihr habt auch ein Gemüsespieß. Ist das? Ich film mal erstmal drauf. Ja, mach mal. Ich hoffe, dein Vater rammt mir nicht sein Messer gleich rein. Ja, aber wie? Genauso kross, genauso brauche ich das. So muss es sein. Ich bin niemand, der so krass auf einen Döner festgefahren ist. Ich versuche gerne mal anders, mal so, mal so. Ich würde erstmal einen Döner nehmen nach deiner Empfehlung. Einfach wie du sagst, wie du ihn mir empfehlen würdest und wie du ihn präsentieren würdest. Am besten hier kein Döner essen. Pommes. Nein, weil das ist süchtig. Pommes schreiben. Ja, ist doch gut. Macht er süchtig, oder? Ja, perfekt. Ich würde sagen, ess den mal, wie am beliebtesten bei mir ist. Ja. Der ist beliebt mit Sesambrot auf jeden Fall. Mhm. Kalbfleisch, frittiertes Gemüse. Mhm. Und dann Salat. Chilipulver. Fast alles rein und alle Toppings. Okay. Was haben wir denn überhaupt für Soßen hier? Das ist Cocktailsoße, das ist eine Knoblauchsoße, Knoblauchsoße. Knoblauch. Und süßscharf. Cocktail, Knoblauch, süßscharf, okay. Nehmen wir in der Kombi, ja? Ja, wenn du sagst, gut alles reinzunehmen. Perfekt. Das Brot, macht ihr das selber oder lasst vom Bäcker anliefern oder wie macht ihr das? Das macht ein Bäcker für uns, aber auch da findest du dieses Sesambrot, was wir nirgends hier finden, weil er nur uns liefern darf. Habe ich auch noch nie gesehen, so ein Sesambrot. Also extrem Sesam, wie ihr es habt. Die hat ordentlich Feuer, sagst du, ne? Die hat Feuer, die hat Dampf. Okay. Lass dich ran, wenn es zu spiel wird, dann lässt er einfach liegen. Okay. Guckt euch die Optik an. Granatapfelkern, dieses Gemüse, die Soße mit der Peperoni noch. Optischen Kunstwerk, der Käse an der Seite. Also durchdacht das Ganze aufgeschichtet, nicht irgendwie mit Liebe rein. Puh, der sieht heftig aus. Soße, absolut Endgegner. Welchen, wie sie es geschafft haben, man kennt es bei vielen Soßen oder generell bei Gerichten, dass eine Sache krass überwiegt. So, ihr habt einen Geschmack, der komplett durchdringt. Die Soße, Schärfe auf einem Level, gleichzeitig genauso durchdringende Currynote und eine Süße. Aber nichts zu präsent. Nicht übertrieben süß oder viel stärker als die Schärfe durchdringt. Alles auf gleichem Level und gleichzeitig irgendwie geschmeidig und sanft. Heftig. Fleischschlachter, es gibt niemanden, der das so angeliefert kriegt wie sie. Sogar vertraglich geregelt. Von der Rezeptur dürfen nur die so bekommen. Bratkartoffeln. Du mixt Bratkartoffeln, Pommes durch das frittierte Gemüse, da haben wir nämlich Karotten, wir haben Kartoffeln, wir haben Aubergine. Sehr, sehr lecker, muss ich einfach jetzt schon sagen. Der wird so leicht angeröstet. Das ist genauso, wie es muss. Es ist wie auf dem Fleisch, wo diese Schicht sitzt, wenn ihr auf dem Grill ein Stück Fleisch haut. Und wenn ihr euch fragt, für alle die, ich habe das mehrfach in den Kommentaren gelesen, warum ich mit vollem Mund spreche. Ein Sweet Talk müsst ihr so vorstellen, bis ihr ausgekotzt habt und alles aus dem Mund weg. Das dauert anderthalb, zwei Minuten. Ich habe Emotionen beim Döner, die sind extrem, die müssen direkt raus. Das Video wird scheiße, sage ich euch. Wenn ich aufhöre zu essen, bis ich rede, wird scheiße, weil die Emotionen weg sind. Oben habt ihr die eine Soße, jetzt dringe ich gerade zu einer anderen Soße durch. Soßen Endgegner. Ich schwöre euch, Endgegner.
Jetzt explizit die Granatapfelkerne. Spürt man die nicht. Die scheinen so zu harmonieren damit, merkt man gar nicht. Gehen in eins über, sehr dezent. Also ich versuche so zu sagen, für mich ist das einerseits ein Gesamtkunstwerk. Anders kann man es nicht ausdrücken. Es gibt ja auch oft Diskussionen mit Fleisch, Salat, alles mischen, alles rein irgendwie. Du hast so ein Gesamt, du hast den Döner überall gleich. Das wäre hier nicht möglich, das ist gut so. Ich persönlich bin kein Fan von alles komplett mischen, weil so hast du ein Kunstwerk. Der ist angerichtet und garniert, gefühlt wie im Drei-Sterne-Restaurant. Du hast oben die Soße, die perfekt oben rüber passt. Du hast den Käse außen, hast das Fleisch auf der Seite, hast verschiedene Gemüseschichten oben, ein bisschen mehr das geröstete Gemüse. Das ist eine Anrichtung, das ist ein Konzept, das dahinter steckt. Das wird man alles in eine Schüssel packen, rühren, es würde nicht gehen. Und so begegnet dir der Döner oben mit dieser sanften Soße zum Schluss. Du hast immer wieder Momente, wo du einfach ein geiles Feeling hast. Mit diesem Röstgemüse, was perfekt ist, mit den Granatapfelkernen und das Brot absolut entgegen. Das müsst ihr nehmen, wenn ihr hier seid. Für mich kriegt Satan & Satan 8,8 Punkte von 10. Ganz starkes Ergebnis. Und es gibt auch noch ein Special jetzt. Ihr könnt mir unter holle2114@gmail.com, wenn ihr selber Dönerbesitzer seid oder jemanden kennt, eine Botschaft, eine Videobotschaft zukommen lassen. Aus diesen Botschaften werde ich dann was aussuchen und wir werden abstimmen. Und ihr werdet über diesen Weg auch noch einen Döner aussuchen können. Da könnt ihr in den Kommentaren abstimmen, wo ich hin soll. Also wenn jemand kennt, der Dönerladen hat, sagt ihnen, er soll mir eine Botschaft schicken, eine Videobotschaft. Desto aufwendiger, desto besser, aber kann auch auf easy sein. Wolfsburg hat mich überzeugt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch, Abo und unbedingt das Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.